glaube, also es war eine Lieblingsdisziplin zu Zeiten des Kalten Krieges, die Kremlologie irgendwie, also ein Versuch, sich in die Köpfe der Kremlherrscher sich irgendwie hineinzuschleichen und dann mit vielleicht etwas Einsicht dann neue Strategien und Analysen zu betreiben, was getan werden sollte, um das Schlimmste zu verhindern. Ich will nicht sagen, dass das Schlimmste bereits passiert ist, aber ich würde sagen, also wir haben nicht mehr so viele Experten und vielleicht auch nicht so viel Zeit, um dieser Tradition nachzugehen. Also für uns ist jetzt viel wichtiger, statt an Putin zu denken, an uns selbst zu denken. Also wir müssen zunächst irgendwie feststellen, dass die Geschlossenheit der EU und des Westens erhalten bleibt. Zweitens, wir dürfen nicht daran zweifeln, dass es einen Sinn hat, die Ukraine zu unterstützen. Denn, wie gesagt, also die Ukrainer waren es, also die uns in Pflicht genommen haben, dass dadurch, dass sie nicht kapituliert haben, dann dürfen wir auch nicht in unseren, sagen wir, hybriden Kriegen, also mit Russland kapitulieren, das heißt vor allem also in dem Energiekrieg. Und drittens ist auch für uns extrem wichtig, wir dürfen jetzt nicht irgendwie in die Zukunft zu weit schauen, denn ich vermute, also, dass wir nicht hart genug gesotten sind, um auszuhalten, was vielleicht also die Zukunft für uns irgendwie halten oder irgendwie parat haben mag. Für uns ist es wichtig, vielleicht auch also um der Zukunft gewachsen zu sein, dass wir uns quasi in einen Tag hinein gegenseitig im Westen unterstützen und ermutigen werden, das Richtige zu tun. Ich bin manchmal gefragt, also wie ich mir quasi das Endgame vorstellen mag, wer sollte mit Putin wie dann irgendwie umgehen, ob jemand irgendwie von der EU mit an dem Verhandlungstisch sitzen sollte. Da sage ich, da bin ich überfragt. Ich will primär sicherstellen, also dass wir keine Angst haben müssen, dass morgen oder Ende der kommenden Woche, dass wir dann irgendwie unsere Entschlossenheit einfach einbüßen werden. Wichtig ist, zusammenzuhalten, mutig zu sein und Ukraine zu unterstützen.